Neu gestylt in den Sommer mit TV Allgäu und Partnern. Mit einem Schlückchen Sekt beginnt der Wellness-Tag von Claudia Bein. Zuerst sind die Füße dran. Claudia Dressler schleift als erstes die Hornhaut ab, dann die Fußnägel, damit der Nagellack länger hält. Im Sommer tragen Frauen häufig offene Schuhe. Umso wichtiger ist es, schöne Füße vorzeigen zu können. Als i-Tüpfelchen gibt es türkise Strasssteine auf den Zehennagel. Die Fußmassage rundet die Behandlung schließlich ab. Die Immenstädterin genießt es sichtlich. Claudia Dressler hat kaum Probleme mit den Füßen der Kandidatin. Ja, sie hat sehr kurze und feine Nägel und da müssen wir halt ein bisschen genauer lackieren. Und was für Farben würden Sie da, Frau Bein, so generell empfehlen zu tragen? Ihr steht blau sehr, sehr gut, wie sie jetzt anhat. Also ich würde sogar bei ihr ein bisschen die grellen Farben, die passen zu ihr und im Sommer sowieso. Weiter geht es in Claudia Dresslers Studio mit den Fingernägeln. Die zwei Damen unterhalten sich angeregt. Nach kurzem Feilen werden die Nägel auch hier angeschliffen, bevor der Nagellack draufkommt. Eine dezente French Maniküre soll es sein, aber mit Glitzer. Nach dem hautfarbenen Nagellack kommt auch hier wieder das türkise Steinchen zum Einsatz. Von den Nägeln geht es weiter zum Make-up bei Rita Meier. Sie will zunächst ein transparentes Make-up verwenden, um die Sommersprossen nicht ganz zu verdecken. Also ich würde sagen, sie ist ein Naturtyp, macht daheim eigentlich ein bisschen weniger und das kann auch jeder machen, wie er möchte. Sie hat von der Gesichtsform die länglich dreieckige Gesichtsform, lässt sich also sehr schön schminken. Mit ein paar Handgriffe kann man da schon sehr viel noch mehr rausholen, sag ich mal. Mit dem Puder wird das Make-up fixiert. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. Rita Meier bleibt bei natürlichen Farben. Wichtig bei Claudia, den helleren Hals mit dunklem Puder abdecken. Der vorher blaue Kajalstrich wird heute mit einem braunen ersetzt, bevor die Wimpern getuscht werden. Beim Lippenstift verwendet Rita Meier auch den natürlichen Lippenton von Claudia. Als letztes die Wangenknochen mit Rouge hervorheben. Und? Die gefallen mir ganz gut. Also es ist noch natürlich, nicht überschminkt oder so. Und Nägel passt alles, also ist auch natürlich. Fertig wäre jetzt also das Make-up von Claudia. Morgen geht's dann aufs Finale zu.